Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Im letzten Part haben wir uns die Aussage von China angehört und auch das Kreuzverhör gemacht. Und das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil man musste nämlich eine Aussage von ihr zweimal angreifen, also vielleicht zuerst eine andere davor und dann nochmals eine, damit dann erst Magnus komisch drauf reagiert. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt genau liegt. Ich fand das immer in Ace Attorney ein bisschen gemein, das gibt's ja häufiger mal, wenn man eine Aussage irgendwie doppelt angreifen muss oder so. Aber irgendwie reagiert er hier komisch darauf, dass China sagt, dass das ein sehr kleines und dunkles Plätzchen ist, wo sie sich da versteckt. Bevor ich aber bei McGilded nachfrage, was das soll, will ich nochmal kurz eine andere Sache ganz schnell machen zum Verständnis, weil der Fall immer komplizierter wird, aber auch eher sehr cool ist und es gerade viele Probleme mit dem Omnibus gibt, weil der irgendwie jetzt anders wirkt als zuvor. Vor allem wegen der Rauchbombe und sowas. Und ich habe deswegen nochmal einen alten Spielstand geladen, vor dem Rauchbombenvorfall, und habe mir da den Omnibus mal nochmal etwas genauer angeschaut. Wir haben beim letzten Mal, als wir ihn untersucht haben, haben wir ja auch nochmal dann Blut auf dem Boden gefunden, was irgendwie frischer wirkte. Und es ist ja auch komisch, dass in dem Stauraum nichts ist, weil nur so hätte es sich zwar verstecken können, aber laut Van Sieks war da eigentlich Zeug, laut dem Polizisten, der den Tatort gefunden hat. Was soll das also alles? Ich habe mir den nochmal eben vor dem Vorfall angeschaut, mit dem alten Speicherpunkt, und schaut mal, was ich gefunden habe. Und zwar sah das Innere vom Omnibus davor noch folgendermaßen aus. Nämlich erstmal kein Blut auf dem Boden. Und außerdem, wenn wir hier aufmachen, the seat has a handle, it seems. Aha, guck mal. This looks like all sorts of equipment that might be needed to keep the omnibus running. Feeding tubes, tools to repair wheels, blankets, horseshoeing tools. So it's a storage compartment for the coachman to keep his things, it seems. There doesn't seem to be any space for passengers to store their luggage, that's for sure. Und erst recht nicht für eine Person, sich da zu verstecken. Well, I don't imagine it would be very convenient for that purpose anyway. Interessant, oder? Mit dem Tatort wurde also auf jeden Fall irgendwie rumgespielt, da wurde irgendwas verändert. Mit der Rauchbombe, würde ich mal schätzen, eben. Aber ja, erstmal fragen wir jetzt nach bei McGilded, warum er da so komisch drauf reagiert. Excuse me! Excuse me! Entschuldigung! Is something wrong, Mr. McGilded? Oh, I do apologize. Was there something the matter, Counselor? I'm just wondering if Miss Lestrade's last comment made something occur to you, perhaps. You seem to be thinking something to yourself. Oh, no, no, it was nothing important. I was feeling bad for the poor lasses all. I remember feeling desperate myself as a young lad, shut up in the dark. It was terrifying, so it was. I see. Yes, I'm sure we can all sympathize. I'm still scared of the dark now. Aye, and I don't know about yourself. But I find that the darkness seems to make everything you hear seem that much louder as well. Yeah. I suppose it does. Maybe. Mr. Strait. Did you hear something that night? Anything? An unusual noise, perhaps? Nah. Not really. All I could hear was the Irishman snoring. Be chambers! There's no need to tell the whole world of me foibles, you little scamp! What a pity. If only Mr. Strait had heard something, it might have given us a vital new clue. Yes. What should we make of that last statement of hers? It's significant. It's profoundly important. Okay, was sollen wir aus der letzten Aussage von ihr machen? Sollen wir sagen, dass die sehr wichtig ist oder fast überhaupt nicht wichtig? Natürlich! Immer wichtig! Bitte hinzufügen! Well, I don't think we can draw any particular conclusion from that. Ach, stand da insignificant eigentlich? Da stand insignificant, ne? Alter, ich habe aber auch ein Talent dafür, wenn Ja oder Nein zur Auswahl steht, das Falsche zu nehmen. Ja, aber warum ist denn oben Nein? Very well, if that is the position of the defense. What's the matter, Mr. Sato? Well, I don't know. Is that really true, do you think? It must be, surely? She said that she didn't hear anything. Ich muss zugeben, dass ich mir bei profoundly auch nicht sicher war. Ich dachte, profoundly würde sowas wie, das war ja profoundly important, also nur wenig wichtig. Oder sowas dachte ich, würde es heißen. Aber es heißt sehr wichtig.
Ja, das wollte ich eigentlich auch nehmen. That's precisely the point. Could that be important in and of itself? The fact that she heard nothing? Continue with the cross-examination council. Ja, Moment. So, ja, da steht, it's insignificant, also unbedeutend. Ja, ja, ich bin klug. Ich finde es aber immer noch sehr komisch, wie wir jetzt hier hingekommen sind. Einerseits, dass wir die eine Aussage doppelt angreifen mussten oder dass man halt eine andere zuerst angreifen musste, weil das ergibt keinen Sinn irgendwie, weil welche andere hätten wir zuerst angreifen müssen, nur damit dann McGilde diese Aussage macht und vor allem, oder halt darauf reagiert so. Und vor allem, das war jetzt sehr komisch, wie wir jetzt da drauf gekommen sind, auf den Teil, dass sie nichts gehört hat. Das ist ja jetzt das Wichtige. Wir sind dadurch drauf gekommen, weil McGilde gesagt hat, dass es in der Dunkelheit, dass man da Angst hat und dass man dann besser hören kann. Naja, aber egal. Wir haben auf jeden Fall was Neues. My Lord, I believe that statement just made by the witness is profoundly important. Profoundly important? But what all she said was that she heard nothing? Yes, which is the profoundly important point. I'm almost sure of it. I'm almost sure that I don't understand the inner workings of your Eastern Mind Council. Nevertheless, Miss Gina Lestrade. You will supplement your formal testimony by repeating that last statement, please. What? Supplement? What are you on about? Don't give me all your fancy talk. I know what you're trying to do, but it won't work on me. That's right. Inside the charge. Always a good move. So, jetzt endlich neue Aussage. I was straining my ears to work out what was going on, but all I could hear was snoring. Okay. Sie hat ihre Ohren ganz, ganz stark angestrengt, um hören zu können, was los ist. Aber alles, was sie gehört hat, ist das Schnarchen von unserem Mandanten. Ja, ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Das ist immer noch nicht so einfach, finde ich. Jetzt. Also, man könnte meinen, dass es jetzt einen eindeutigen Widerspruch gibt, aber finde ich noch immer nicht so richtig. Irgendwie, oder? Weil ich meine, sie war da ja... Es ergibt ja sowieso keinen Sinn, weil sie war da ja gar nicht drin versteckt. Wahrscheinlich. Weil das da alles voll war und weil sie sich gar nicht hätte verstecken können. Ich greife erstmal an. So. Hold it! Hold it. So you were straining to hear what was happening the entire time, since the moment you hit yourself. Ja, weil ich meine, also so wie sie es jetzt erzählt. Sie hätte es halt eventuell hören müssen, wenn das Opfer umgebracht worden wäre. So. Weil auch wenn er geschlafen hat, wenn ihm ein Messer in den Bauch reingerammt wird, wird doch auch Geräusche machen zumindest. Das erste, was sie gehört hat, hat sie ja behauptet, abgesehen vom Schnarchen, ist ja, wie er dann halt auf den Boden gefallen ist, das Opfer. Das hat sie ja gesagt. Das erste war, was sie quasi gehört hat und deswegen hat sie ja auch geschrien dann. Und davor hat sie nur das Schnarchen gehört, nichts anderes. Hm. You were straining to hear what was happening the entire time, since the moment you hit yourself. Not exactly, no. Sorry? Well, there was no one in the cabin to start with. With? Was ist das für... Ich verstehe nicht, was sie für einen Akzent hat. With. I could just push the cushion up and ave a butchers to see what was what. Butchers. Alter. But then, when I saw the swell getting on, I got me at down so he didn't notice me. And Mr. McGilde sat on the seat under which you were hiding, correct? Yeah, would you Adam and Eve it, eh? What a muck! So then all I could do was listen. I was waiting to jump out of there as soon as I heard him leave, see? But would he? Not likely. Even though we stopped here and there, I never heard the door open. So I just had to stay. Warum gibt's so viele Wörter mit H anfangen? Put and listen to him driving his pigs to market. Snowing like an old doggy boss. Hm. Are there any conclusions we can draw from that, I wonder? Okay, können wir daraus jetzt irgendwas schließen? Fragt sich Miske. Es macht Sinn oder macht keinen Sinn, was sie sagt. Es macht natürlich keinen Sinn und ich weiß ganz genau, wo der Widerspruch ist. Natürlich! Miss Lestrade, what you have just told the court is clearly at odds with the facts. At odds? Are you sure, man? Absolutely.
seems my learned Nipponese friend is not as dull-witted as I feared. So Van Sieg's really realized it too. Ich habe mich ein bisschen zu sehr auf die fehlenden Haars konzentriert, muss ich zugeben. Es ist sehr schwierig, sie vorzulesen. Council, I must insist that you bolster your claim with evidence or some complicit party's name at the very least. Yes, my lord. I expect you to demonstrate this alleged contradiction to the court. According to Miss Lestrade, jetzt muss ich aufpassen, while she was hiding in the omnibus that night, she heard nothing but the sound of Mr. McGilded snoring. But think, Real Muscle. Think. There's something else she should have heard. Show a piece of evidence, show a person, oder forget it. Es gibt etwas anderes, was ich hätte hören sollen. Und ich kann einen Beweis zeigen, eine Person zeigen oder es sein lassen. Wenn ich schon so gefragt werde, dann muss es eine Person eigentlich sein. Weil sonst würde ich einfach einen Beweis zeigen, wie immer. Man muss ja viel seltener Personen zeigen als Beweise. Und wenn ich schon die Auswahl habe, dann ist es eigentlich immer eine Person, würde ich sagen. Jetzt nochmal kurz hier nachdenken. Also bei den Beweisen ist mir ja nicht wirklich was aufgefallen, was ich hätte hören sollen. So. Ich meine, der Omnibus macht natürlich auch Geräusche, aber das lasse ich jetzt mal aus. Die Pferde und sowas. Aber das lasse ich mal. Beim Mord würde es zumindest irgendwie Geräusche geben, aber ja, lasse ich auch mal weg. Und das auch nicht. Okay. Ja, aber jetzt People. Also ich meine, wo die anderen dann eingestiegen sind. Die beiden. Oder halt, wo Mason eingestiegen ist. Das ist sogar noch eher, weil die beiden sind ja außen geblieben und sind hochgeklettert. Aber wo Mason reingekommen ist, da hätte sie die Tür zumindest hören müssen. Aber ist das wirklich das, was ich jetzt zeigen muss? Auch nicht unbedingt eigentlich, finde ich, weil McGilded war ja zuerst drin. Also als allererstes war China drin. Dann kam McGilded. McGilded hat ja gesagt, dass er der erste Passagier war, der erste richtige. Und dann danach kam das Opfer erst. McGilded hatte aber schon geschlafen, wahrscheinlich. Und wenn Mason das Opfer das gesehen hat, dass er geschlafen hat, dann wäre er auch ruhig und würde da ruhig reingehen, um ihn nicht aufzuwecken, wenn er ein netter Gentleman ist. Und deswegen, dass sie ihn da nicht gehört hat, ist schon okay, finde ich. Hat irgendeiner von den beiden irgendwas erzählt? Ich meine, er hat ja geschrien, aber das war ja erst danach. So, das war ja viel, viel später. Darum geht's ja jetzt nicht. Ich finde, jetzt ist echt schwierig geworden, irgendwie der Fall. Ja, aber ich mach mal eine Person, weil wenn ich schon die Auswahl habe, muss es eine Person sein, eigentlich. Ja? Very well, my lord. Allow me to elaborate. On a particular sound that Miss Lestrade could not have failed to hear on the night in question. Ja, das muss irgendwas Spezielles sein. Irgendwas, was wir davor schon mal gehört haben, was ich mal wieder vergessen habe. Leider. The sound very clearly explained by the presence of the following person. Also ein Geräusch muss sie gehört haben. Und dieses Geräusch lässt sich ganz klar durch diese Person hier, durch die Anwesenheit dieser Person hier erklären. Irgendeiner von denen muss, das müssen wir schon häufiger mal gehört haben, dass irgendeiner von denen in irgendeiner Form ein Geräusch gemacht hat. Ich stehe wieder auf dem Schlauch leider, ich weiß es nicht. Also rein logisch würde das Opfer Sinn ergeben, weil der kam halt dann auch noch rein ins Innere vom Omnibus, die anderen waren nur oben drauf, außen. Also er würde am meisten Sinn ergeben, weil ich weiß nicht, was für ein Geräusch war. Ja. Take that! Take that! Thrice fired Mason? Yay, richtig geraten. Yes, my lord. The sound that Mr. Strait cannot have failed to hear is that of the victim, Mr. Mason, boarding the Omni. Doch, ist es doch so einfach.
ist. Hat sich aber eher so angehört, als wäre es irgendwas Krasseres, als einfach nur, wie er reingeht. Weil, das kann er ja trotzdem leise machen, wie gesagt. Wenn er gesehen hat vor allem, dass Megilde geschlafen hat, dann würde er doch ganz leise reingehen, um nicht aufzuwecken. Und wenn Megilde wirklich so laut geschnarcht hat, dann, und sie war ja da eingeschlossen, hätte sie es vielleicht nicht so gut hören können, wenn da jemand anderes reinkommt. Wahrscheinlich schon eher, aber da könnte man genauso gut sagen, dass sie halt den Omnibus selber hätte hören müssen und die Pferde und sowas. Aber sie hat ja gesagt, dass sie gar nichts gehört hat, 0,0. Und wenn sie nicht mal die Pferde oder den Omnibus hören kann, warum sollte sie dann hören, wie er wahrscheinlich leise einsteigt? Vielleicht ist er auch nicht leise eingestiegen, sondern wir finden noch irgendwas heraus. Aber bisher würde es Sinn ergeben, wenn er leise eingestiegen wäre, weil er gesehen hat, dass Megilde geschlafen hat. Wenn das denn so war, ne? Mit bisherigen Informationen meine ich halt. Ja, das finde ich komisch jetzt, die Argumentation irgendwie. So. Weil, warum hätte sie gerade das nicht hören sollen, aber die ganzen anderen Dinge, die offensichtlich auch Geräusche gemacht haben, hat sie auch nicht gehört, dann das... Naja. Order, order, explain your reasoning, Council! Miss Lestrade, allow me to confirm something. You claimed earlier that you were the first person on board the Omnibus. Is that correct? Also, ich habe schon verstanden. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Oder auch... Den Mord hätte sie halt auch hören müssen und so, weil da ist ja einiges abgegangen im Omnibus. Und deswegen, das ist schon komisch. Aber das hat sich, es wurde irgendwie so aufgezogen, als wäre das jetzt was Krasseres gewesen, als wäre es jetzt so ein Ultra-Plot-Twist, den wir jetzt hier hätten. Aber anscheinend nicht. Yeah, cause I was. I got on while the driver was in the pub, didn't I? And the next person to board the Omnibus was Mr. McGilded. That it was? Not a soul was in the cabin when I climbed aboard. At least, not in plain sight. So you were, to all intents and purposes, alone in the enclosed cabin of the Omnibus at the time. Did I not just say as much? I wasn't traveling with anyone else, if that's what you mean. Yeah, I saw him get on, remember, through the crack under the seat cushion. He was on his own for sure. And from what we've heard, the carriage made a number of stops after that on its onward journey. During which time, did you not hear the door opening or closing at all? Na, I never heard it. Okay, ja, jetzt sagt sie es eindeutig, jetzt ist es klar. Das hätte sie aber dazu sagen sollen, finde ich, weil einfach nur, wie gesagt, dass sie sagt, dass sie gar nichts gehört hat, ist halt da nicht eindeutig, weil warum sollte die Tür lauter sein als der fahrende Omnibus mit den Pferden und anderen Leuten, die draußen sprechen und allen möglichen, so. That's exactly what I was listening for, weren't it? Waiting for the swell to leave. In which case, when and how did the victim end up in the carriage? Oh. We know that the victim collapsed inside the enclosed cabin of the Omnibus. Therefore, Miss Lestrade's statement about what she did or did not hear is at odds with the facts. Okay, aber jetzt wird's wieder interessant. Weil das ist eine gute Frage, wie er jetzt da reinkam. Yes. Aber sie war da eh nicht drin versteckt. Das ergibt alles gerade wieder keinen Sinn. Yes, this petty thief's statement was clearly flawed. Lord von Siegs? Yes, he knew. He knew all too well that there was an inconsistency in Miss Lestrade's statement. It would seem words of thanks are in order for my learned friend. What are you talking about? You have demonstrated matters impeccably. This witness and her colorful statements are entirely unreliable. Her words are convenient untruths, nothing more. Wunderschöne Pose. Aber mit diesem Stichwort würde ich erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Ich meine, so kompliziert ist ja der Ablauf eigentlich gar nicht mal, wie ich jetzt immer das angedeutet habe. Aber es ergibt halt trotzdem noch so vieles keinen Sinn, irgendwie, was wir noch aufklären müssen. Und wie gesagt, ich fand jetzt die Argumentation hier war ein bisschen schwach irgendwie und etwas löchrig irgendwie. Ich mag den Fall immer noch übelst gerne. Ist bisher mein Lieblingsfall aus dem Spiel, würde ich sagen. Nicht jeder Fall ist perfekt. Die eine Sache jetzt hier in diesem Part fand ich nicht ganz so ideal. Das hätte man irgendwie besser lösen können. Sowohl das mit dem Angreifen und wie dann der Gilde drauf reagiert hat, als auch, dass sie das nicht gehört hat. Finde ich zumindest. Aber trotzdem, bin sehr gespannt, wie das jetzt noch aufgelistet wird. Was das jetzt damit auf sich hat. Weil eigentlich war da ja eh gar kein Platz. Und eine extra Blutlache ist da, wie wir gesehen haben. Und wie kam das Opfer dann rein? Also so viele Fragen, die wir noch klären müssen. Und ich hoffe, dass wir die dann die nächsten Mal noch klären können. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.